Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Turnip Boy. Und ja, Bürgermeister Zwiebel möchte von uns irgendein Glibber haben. Egal wie wir das anstellen, er will den unbedingt haben. Jetzt muss ich mal gucken. Also wir waren ja hier links schon. Das haben wir erledigt. Wir sind hier einmal runtergegangen. Das haben wir auch schon fertig. Hier oben waren wir ja auch schon. Ich guck mal, ob wir jetzt hier bei der Kartoffel irgendwie weiterkommen. Ansonsten muss ich nochmal gucken, da wo wir schon waren, ob es da nicht auch noch irgendwo weitergeht. Erstmal quatschen wir hier die Potato an. Was willst du, Kid? Hör zu, ich bin fast so weit, die Verfaulten auf diesem Friedhof auszugraben. Ich muss mich konzentrieren. Und du bist einer von der nervigen Sorte. Genau, das Gespräch hatten wir schon mal mit ihm. Geh mir aus den Augen, Kid. Also, wir kommen jetzt hier nicht durch. So, wir fragen nochmal Herrn Zwiebel, ob er uns eine Richtung irgendwie vorgibt. Annie hat mir von diesem Glibber mit den seltsamen Eigenschaften im... Ach ja, alles klar, im vergessenen Forst erzählt. Ich will ihn haben. Okay, vergessene Forst. Vergessenes Forst. Da gehe ich mal an das Schild hier. Holpriger Hügel. Links und rechts. Nach unten, nee, nach unten ist holprige Rüde. Holprige Hügel. So, und im Westen ist die Ablegerallee und im Norden ist der Waffenwald. Da waren wir schon überall. So, was steht hier an dem Schild? Freudloser Friedhof. Nach oben. Ja, Ablegerallee. Das heißt, wir müssen erstmal wieder weitergehen. Wir kämpfen uns mal. Ja, ich muss das Schwert ausrüsten. Das Erdschwert. Kämpfen wir uns erstmal hier durch. Wir gehen erstmal hier lang. Links. Und gucken mal. So, das ist hier die Ablegerallee. Vielleicht müssen wir auch hier weiter. Ne, hier ist Sackgasse auf jeden Fall. Hier ist Sackgasse. Dann gehen wir wieder zurück und gehen mal in die andere Richtung. Hier oben war ja... Hier oben war ja genau der Schweine. Nee, hier oben war die Katze, ne? Oder der Schweine? Der Schweinekönig? Ich glaube, der Schweinekönig war hier oben. Naja, also wir sind hier falsch. Also, okay. Komplett wieder zurück. Die Seite haben wir fertig. Jetzt gehen wir mal nach unten. Wir gehen mal nach unten. Denn nach oben, da ist ja das Schwert. Da haben wir uns das Schwert geholt und da ging es ja auch nicht weiter. Holpriger Hügel. Okay. Ah, vielleicht da, wo die Polizisten stehen. Mal gucken. Wir quatschen die mal an. Da unten das Buch müssen wir auch noch holen. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen, da unten. Keine Ahnung, ich kann hier leider nicht runterspringen. Ich weiß nicht, wie wir dort hinkommen. Mal gucken, wir quatschen die hier nochmal an. Zurück, zurück, zurück mit euch. Dieser Teil vom holprigen Hügel unterliegt jetzt der Zuständigkeit der Polizei von Aromastadt. Ja, hier kommen wir auch noch nicht durch. Okay. Okay, Bursche, niedlich zu sein ist erst die halbe Miete. Du hast zwar die Augen eines Tigers, aber komm wieder, wenn du das Herz einer Artischocke hast. Weißt du? Den Nervenkitzel des Kampfes spürst. Okay, also hier kommen wir erstmal nicht durch. Geh nochmal hier unten lang. Endlosen Ebenen. Ah, hier ist nochmal ein Schild. Mal gucken. Vergessener Forst. Nach Westen. Ja. Perfekt. Kommen wir denn hier links weiter? Ja, hier oben kommen wir weiter. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Sehr gut. So, Anni. Hallo, kleine Rübe. Willkommen im Vergessenen Forst. Oder, wie ich ihn nenne, zu Hause. Es kommen nicht viele Leute hierher, aber ich studiere diesen Ort schon, solange ich denken kann. Ich habe einige seltsame Dinge in diesem Forst gesehen. Es mag gefährlich sein, aber es gibt eine Menge Hinweise darauf, wie wir entstanden sind. Triff mich vorne bei der Forschungseinrichtung. Ich kann dir helfen, den Glibber für die Bürgermeister Zwiebel zu besorgen. Okay. Ah, dann gehen wir mal weiter. Also Anni will uns auf jeden Fall helfen, den Glibber zu besorgen. Das ist doch schon mal gut. Oh, da ist ein Hase. Oh ne, den will ich nicht töten. Oder? Der greift mich an. Wieso greift er mich an? Dann muss ich ihn töten. Wenn er mich tötet, muss ich ihn auch töten. So.
Herz haben wir verloren. Das ist alles noch chillig. Hier ist nochmal ein Hase. Okay. Tut mir leid. Oh, das ist ja irgendwas Besonderes hier, oder? Die sehen anders aus, die Büsche hier. Die haben so eine Funkelsteine dran. Können wir die gießen? Ist hier denn irgendwas? Nee. So, wir haben jetzt zwei... was ist das hier für eine... Gott, der LKW hier rein. Nein, da verlieren wir ein Herz. Was ist das da für eine Brühe? Wir gehen erstmal hier oben lang. Richtung Norden. Ah, da ist das Buch. Hollys Handy. Ich habe das Passwort geändert. Lol. Ach, das ist ein Handy. Okay. Von Weitem sah das aus wie ein Buch. Super. Dann haben wir das auch geholt. Oh, da ist wieder das Karnickel. Ah, hier ist wieder so eine Art Scheune. Da müssen wir bestimmt rein, aber wir gucken uns das erstmal an hier. Gesucht. Wegen Steuerhinterziehung, Bagatelldiebstahls, unsittlicher Entblößung, ui, Belästigung, Mord, ordnungswidrigem Verhalten, Hausfriedensbruch, Zerstörung von Eigentum und so weiter. Kleine Rübe. $2 Belohnung. Vorsicht, er ist bewaffnet und gefährlich. $2 Belohnung, das ist ja... Ja. Vor allem, wie sehe ich aus? Ich habe gar keine Hörner. Und ich habe keinen Bart. Und ich habe nicht so einen Teufelsschwanz. Was soll denn das? Das zerreißen wir erstmal. So, tschüss. Sowas muss keiner sehen. Das entspricht ja auch gar nicht der Wahrheit. So, hier ist ein Schloss. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, um hier unten weiterzukommen. Und hier kommen wir auch erstmal noch nicht durch. Hier müssen wir wieder irgendwas hinschieben. So einen Block. So einen grünen Block müssen wir da wieder hinschieben. Also gehen wir erstmal in die Scheune hier rein. Ui, da ist sie ja schon, Anni. Hallo, kleine Rübe. Willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Ich habe den Forst in der Gegend studiert und versucht, mehr über unsere Vergangenheit herauszufinden. Es ist kaum etwas darüber bekannt, woher wir kommen. Es ist verrückt. Aber das ist großartig. Erst finanziert Bürgermeister Zwiebel meine Forschung und jetzt schickt er einen neuen Assistenten. Du musst etwas Feldforschung für mich betreiben. Ja klar, machen wir. Kannst du von hier aus nach Norden gehen? Es gibt dort ein Wandgemälde, das ich versucht habe zu erreichen, aber ich weiß nicht, wie ich an den Zaun vorbeikomme. Ich mag ja ein Forscher sein, aber ich mache mir nicht gern die Hände schmutzig. Ja, das können wir doch machen. Wenn du es dorthin schaffst, kannst du es mir abkritzeln. Ja, das machen wir. Das machen wir. Okay, also wir sollen nach Norden. So, Feldbericht. Mit den Geldern von Zwiebel konnte ich ein Labor in dieser Struktur einrichten. Welche Geheimnisse birgt der Glibber in diesem Wald? Okay, wir gehen nach Norden. Wir besorgen das Bild. Also gehen wir hier hoch. Oh, ein Herz, das brauchen wir. Mahlzeit. Spielertipp, wusstest du, dass man durch Zäune gießen kann? Jetzt bist du ein Pro-Gamer. Was kann man? Dass man durch Zäune gießen kann. Okay, jetzt bist du ein Pro-Gamer. Ah, das ist der Hinweis. Jetzt seh's. Okay, dann rüsten wir unsere Gießkanne aus. Ui, was ist das denn? Da komme ich aber gerade nicht hin. Was ist hier drin? Oh, das ist ein Portal. Wie cool ist das denn? Oh, da ist wieder das Kaninchen. Das aggressive Kaninchen. Das müssen wir töten. Wo es uns tötet. Okay. Oh, da ist noch ein Herz. Ja, hier sind wieder die Steine. Da haben wir noch nicht das nötige Werkzeug für, um da irgendwas zu machen. Mit. Okay, gehen wir mal weiter. Wir brauchen aber irgendwas. Wir müssen nämlich hier weiter. Ach so, jetzt seh's. Wir haben ja hier wieder unsere schöne Bombe, die wir hin und her schießen können. Ich habe meine Schuhe nicht an. Warum habe ich meine Schuhe nicht an? Die müsste ich doch eigentlich immer anhaben. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, dann machen wir die noch kaputt. Ah, alles klar. Wieder ein Portal. Okay, jetzt mal gucken, wo wir hinkommen. Hä? Wo bin ich denn?
Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder? Das macht ja null Sinn gerade hier, das Portal. Also von hier und von nach da. Von hier und von nach da. Wir müssen darüber eigentlich. Witzig. Echt witzig. Weil wir können die ja nur in vier Richtungen schießen hier. Die Kugel. Wir können die nur in vier Richtungen schießen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Vielleicht sollte ich mal wieder zurückgehen? Weil hier oben komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Hier sind die Steine. Die muss ich zertrümmern. Die kann ich aber nur von dort oben zertrümmern. Ich gehe mal wieder zurück. Also hier komme ich nicht weiter. Oder ist hier unten irgendwas versteckt, was ich jetzt nicht so sehe? Nee. Das ist komisch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. So, in der Scheune war ich schon. Ich muss mir bestimmt irgendwas holen, womit ich arbeiten kann. Denke ich jetzt mal. Ich gehe nochmal wieder hin zu ihr. Nee, sie gedacht, nichts anderes. Außer das, was wir schon wissen. Okay, wieder raus. Was haben wir denn noch im Inventar? Wir haben noch Schubhandschuhe. Genau, das ist ja der große grüne Block, um den zu bewegen. Was haben wir hier? Verlorene Affekatze. Okay. Ach, den hätten wir. Kankras kleiner roter Munchkin. Den hätten wir abgeben können. Sprühfarbe haben wir einmal. Und Hollys Handy. Wir gehen mal wieder zurück. Wir gehen mal zu der Katze zurück am Anfang. Die vermisste ihr Munchkin. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Und geben ihr das mal. Vielleicht kriegen wir ja von ihr irgendwas geschenkt, was wir brauchen. Jetzt weiß ich gar nicht, von wo wir gekommen sind. Sind wir von hier unten gekommen? Wir sind von hier gekommen. Bring ihr den mal. Hätten wir eigentlich gleich machen können am Anfang. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir das ja bekommen haben. Stirb. So, jetzt sind wir bei Holpriger Hügel, genau. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Und wo sind die Katzen? Ah, hier, ganz links, genau. Heilige Pilze, es ist mein kleiner Apfelmunchkin. Ich habe dieses Ding namens Manga im Wald gefunden. Und versucht, den Kunststil nachzuahmen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich mag alt sein, aber ich kann immer noch ein paar verdammt niedliche Figuren zeichnen. Hui. Rübenchan, gesetzestreuer Bürger. Nee, gesetzestreuer Bürger. Kankram. Oh, das würde ich aber nicht zerreißen. Aber das muss ich zerreißen anscheinend. Okay. Gut, wir haben jetzt nichts bekommen von ihr. Schade. Was habe ich denn noch hier? Ich habe einmal Farbe zum Sprühen. Und dann habe ich Hollys Handy. War Holly nicht auch irgendwo hier? Das ist die Erdbeere. Das ist die Blaubeere. Das ist auch eine Blaubeere. Wo ist denn Holly? Holly, Holly, Holly. Wir gehen mal hier wieder lang. Ich weiß gar nicht, wer Holly war. Oder ist. Vielleicht eine von denen hier. Das ist Ellie. Das ist Frau W. Was soll das sein? Eine Melone? Eine Wassermelone? Ach so, sie will mit mir plaudern? Wieso das? Ich würde gerne einen Moment mit dir plaudern. Aber meine Klasse wartet auf mich. Wir sind gerade auf einer Exkursion. Es ist ziemlich cool hier und ich möchte, dass die Kinder sich später diese interessante Höhle dort anschauen. Ah ne, mit der haben wir schon mal gequatscht. Das ist Haley. Hier ist Holly. Heiliger Pilz, du hast mein Handy. Dadurch offensichtlich für die
Internetse interessierst, kannst du diese Petition unterschreiben, um Bürgermeister Zwiebel daran zu hindern, Flipflop zu verbieten. Hä? Es ist meine Lieblings-App, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich sie auf meinem Telefon bekomme. Okay, lesen. Petition rettet Flipflop. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Flipflop-App zu verbieten. Er sagt, es habe etwas mit den Steuern zu tun und er schreibt diese Petition, um Flipflop zu retten. Okay, die kann ich leider nur zerreißen. Tut mir leid. Okay, gut. Wir müssen also hier unten nochmal weiter. So, ich gehe nochmal an das Schild hier. Hier waren wir ja auch schon. Ah, hier ist auch wieder ein Portal. Und in der Mitte... Wir können ja durch Zäune gießen. Vielleicht... Ah, ich habe eine Idee. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ich hoffe, das Portal bleibt offen. Aha. Eben nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir können von der anderen Seite hier rüber springen. Aber anscheinend ja nicht. Oder versteckt sich hier hinter den Pflanzen irgendwas? Nee. Wenn ich die kaputt mache? Ah, das verschwindet auch nach einer Zeit wieder. Okay. Wir kommen hier nicht lang. Schade, aber wir müssen hier lang. Hier kriegen wir irgendwas. Okay. Dann gehen wir mal wieder dorthin, wo wir vorhin schon waren. Genau hier. Hier waren wir schon. Waren wir auch schon. Wir gehen mal wieder hoch zurück und versuchen mal, dass wir nicht doch irgendwie dort lang kommen. Dass wir zurückgelaufen sind, war ja jetzt ja nicht so schlimm. Wir haben ja Holly erstmal das Handy wiedergegeben und wir haben den Munchkin abgegeben. Das ist jetzt ja nicht so schlimm gewesen, dass wir zurückgegangen sind. Von daher alles easy. So, nochmal die Kaninchen hier. Schnell killen. So. Genau, hier war ja die... Ach so, war ich hier oben eigentlich? Weiß ich gar nicht. Doch, ja, klar, hier haben wir das Handy geholt. Okay, dann gehen wir hier unten weiter. Hier brauchen wir den Schlüssel von ihr. Ach so, wie kann er... Ja genau, kann ich auch hier... Nee, erst muss ich die kaputt machen. Jetzt verstehe ich's. Ich brauche jetzt noch... Am besten, ich brauche jetzt noch... Ja, noch ein anderes Portal. Damit ich dort hinterkomme, oder? Aber es macht ja gar keinen Sinn, weil ich eh einen Schlüssel brauche, um dort reinzukommen, dorthin. Dann gehen wir hier oben hin. Nein! Nein! Baut das Schwert! Okay. Okay. Genau. Jetzt mach ich erstmal das Kaninchen tot hier. Also wir müssen... Wir müssen hier oben durch. Aber ich komme nur von der anderen Seite da durch. Weil ich hier keine Bombe habe, um die Steine hier kaputt zu machen. Und hier habe ich, warum auch immer, zwei Portale, die ich aufmachen kann. Aber die mir ja nichts bringen. Oder komme ich damit woanders hin? Ich gieß mal. Wenn ich jetzt wieder zurücklaufe. Ah ja. Ah, das funktioniert. Das funktioniert. Ich gehe mal schnell wieder zurück. Jetzt muss ich mir das hier nochmal angucken. Na, das bringt aber nichts, weil ich da eh nicht weiterkomme links, weil uns der Schlüssel fehlt.
So, hier fehlt uns auch ein Schlüssel. Man kann ja hier ganz rechts... Hau ab, Kaninchen, hau ab. Hey, hier haben wir das Buch geholt. Ich bin etwas verwirrt gerade. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich bin der Meinung, dass ich zuerst hierher muss. Um mir den Stein dort in der Mitte zu holen. Mit dem ich eventuell die anderen Steine kaputt kriege. Also vermute ich jetzt mal. Weil ich kann ja das Portal durch den Zaun hier aktivieren. Und das ist ein Portal zum Hinreisen, also Ankommen. Wenn ich jetzt noch ein Portal habe, ein blaues. Ah ne, das ist eigentlich egal, ne? Ob blau oder orange, das ist, glaube ich, egal. Aber das hält nicht so lange. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, ist es schon weg. Also das können wir hier vergessen. Das können wir vergessen. Oh, die wollen mich immer gleich angreifen hier. Die wollen mich zerstören. Ein Herz, sehr gut. So, ich quatsche mal die Maori über Hand. Komm, Kartenbild. Ja, wohnt ziemlich weit weg von der Stadt. Ja, hey. Und hier war ja auch jetzt nichts drin, was wir gebrauchen können. Ne, das haben wir ja auch schon abgeschlossen, alles hier drin. Uiuiuiui. Geh weg, geh weg, geh weg. So, nochmal. Nochmal. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Dort oben haben wir das Buch geholt. Hier ist Anni drin. Genau, hier steht Anni drin. Hier brauche ich die Blume, die ist dort drin, genau. Die Melonenpflanze quasi, die muss ich nämlich dort reinschieben in das Loch. Aber ich komme hier nicht dran vorbei. Ich kann zwar das Portal hier... Mahlzeit. Ach so, okay. Unter den Büschen sind auch Herzen versteckt. Also ich kann hier ein Portal öffnen. Das bleibt halt nicht lange, ne? Hier oben ist eins. Vielleicht schaffe ich das. So, schnell hier hin. Ne. Ja, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt, so wie ich mir das gedacht habe. Das macht alles keinen Sinn. Hier ist jetzt ein Portal. Ja, toll. Das macht aber irgendwie keinen Sinn. Warum nicht? Das verstehe ich nicht, weil hier ist jetzt auch eins. Bleiben die denn länger? Nee. Das verschwindet auch gleich. Okay. Das verschwindet auch gleich. Und Menno, ich komme hier nicht weiter. Ich übersehe, definitiv. Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich. Muss ich das vielleicht nach unten schießen? Ich schieße das mal nach unten. Vielleicht ist da irgendwas. Nee.
Hm. Ach so, kann ich die Kugel vielleicht hier... Die kann ich durchs Portal schießen. Das geht, okay. Aber das Blöde daran ist, sie explodiert ja gleich. Also wenn ich das hier lang schieße... Ich versuch's mal. Ich versuch's einfach mal. Das geht? So, ich mach den hier oben kaputt. So, dann ist jetzt da das Portal. Wenn ich jetzt dahin schieße... Dadurch... Ah! Och, nee! Oh, nein! Oh, warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Junge, 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 Junge! Wie doof ist das denn? Okay. Ja, klar. Ja, ja, klar. Oh, Mann. Okay. Gut, weiter geht's. Ah. Aber das ist nicht gesund, was hier drauf ist auf den Tonnen. Oder drin ist, besser gesagt, in den Tonnen. Was kommt der denn an? Was ist das? Ist das ein Elch? Ein Elch-Kitz? Rehkitz? Was auch immer. Beides. Das ist beides. Seit wann hat ein Rehkitz so ein Geweih? Also so ein heftiges Geweih. Oh. Oh, das macht uns aber ganz schön kalt. Was ist hier los? Okay, wir müssen Movement uns einprägen hier von dem Vieh. Hau ab. Ach, jetzt läuft's weg. Oh, ich bin fast tot. Hilfe. Ich brauche ein Herz. Da ist eins. Ist hier noch eins drin? Gib mir Herzen. Da ist noch eins. Sind ja auch noch welche drin? Nee. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ui. Wandgemälde. Ah, da ist das. Kritzelei. Jemand hat einen Filzriesen gemalt. So schön. Genau, das können wir Anni jetzt bringen. Boah, dass ich mich da... Oh, nee. So lange dran aufgehalten habe. An so einer simplen Sache. Wirklich, an so einer simplen Sache. Oh. Ich muss mal ein Schwert rausholen. So, ich brauche Herzen. Unbedingt Herzen. Ah, da ist eins. Sehr gut. Da ist noch eins. Perfekt. Da ist noch eins. Sehr schön. Jetzt geht es uns schon wieder besser. I kill you. Okay, Anni. Willkommen. Mit deinem Gemälde. Du hast es. Großartige Arbeit. Mein vertrauenswürdiger Feldforschungsassistent. Hm, das ist sehr faszinierend. Ich kenne die Legenden von den Pilzriesen. Das klang mir erst nach Hokuspokus, aber es scheint, dass sie schon seit langer Zeit Teil unserer Geschichte sind. Ich brauche jedoch mehr Informationen, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe. Und genau da kommst du ins Spiel. Nimm diesen Schlüssel und geh nach Süden. Ich habe gehört, dass es dort unten ein altes Rübenbeet gibt, das ich noch nicht finden konnte. Schau mal, was du von den Einheimischen dort in Erfahrung bringen kannst, falls du es findest. Haben wir jetzt einen Schlüssel gekriegt? Ja, wir haben ihren Schlüssel. Ab nach Süden. Okay. Noch mehr Schnecken und Ungeziefer. Da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal hier links lang. Hier ist wieder ein Portal. Sehr gut. Hier unten ist auch eins. Brauchen wir Herzen? Nee, wir brauchen keine Herzen. Muss wieder gießen. Und den Stein da kaputt zu machen. Wo wahrscheinlich ein Portal drunter sein wird. Wo muss ich hin? Muss ich vielleicht erstmal rüber? Ich muss die Bombe hier rüber schießen. Genau. Oh, ich habe den Dreh raus. Nu? Ah. Ah, alles klar. So. Den muss ich nämlich jetzt rüberschieben hier.
Den brauche ich. Perfekt. Den brauche ich nämlich hier drüben, damit ich da rüberkomme. Nein, das muss wieder angehen. So. Zack. Hier auch mit drüber. Voll. So. Jetzt holen wir uns wieder die Kugel her. Perfekt. So habe ich mir das gedacht. Oh, was ist das? Oh, hier ist wie ein Kaninchen. Mach mal mein Schwert raus. Wehe, du greifst mich an. Grübe, wo ist sein Gesicht? Warum bewegt er sich nicht? Das weiß ich auch nicht. Grübenbeet, da sind wir gekommen. Dann gehen wir hier oben weiter. Da geht's wieder zurück. Kommen wir hier vielleicht durch? Wir können zumindest das Portal aktivieren. Haben wir noch ein zweites Portal? Nö. Wir gehen mal zur Annie zurück. Nein, warum laufe ich da rein? Verdammt. Oh! Holy shit, wer bist du denn? Die werden ja immer größer hier. Komm, wie groß ist das Rehkitz? Aber das holt mir schön Herzen hier aus den Büschen raus. Das ist gut. Oh nein. Oh nein. Schnell weg. Aber wie dumm das auch ist, ne? Das rennt immer überall gegen. Oh, weg, 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 weg. Sammeln wir mal schnell die Herzen ein. Ich wollte gerade sagen, wie viel hält er aus? Krass. Okay, hier ist noch ein Herz, das brauchen wir nicht. Es sind noch mehrere Herzen, die brauchen wir alle nicht. Oh, eingetopftes Blütenportal. Siehste, ich wusste es. Nutze es, um ein Blütenportal zu erzeugen. Ich wusste es, dass es sowas gibt. Sehr schön. Sehr gut, dann können wir ja hier wieder zurück. So. Und gehen einmal hier rüber. Ah, das ist ja geil. Okay. Perfekt. So, ich hoffe mal. Ah, das bleibt jetzt da stehen wahrscheinlich. Das muss ich nachher wieder einsammeln, oder wie? Wie soll das denn gehen? Hä? Ach so, jetzt brauche ich mein Portal wieder. Habe ich das? Ja, das habe ich. Ah, cool, der sammelt das automatisch wieder ein, wenn ich das nicht, also wenn das weg ist, quasi. So, jetzt probiere ich mal aus. Wir müssten die eigentlich hier reinschießen. Das Portal, nee, ich muss den Stein hierher schießen. Wie mache ich das jetzt mit dem Portal? Dass das Portal die Kurve kriegt hier. Wie mache ich das? So, ich lege das jetzt hier hin. Ah, ich hab sogar zwei. Okay. Okay, okay, okay. Einen setze ich hier hin. Und den anderen hier oben. Jetzt müsste das funktionieren. Oder? Hm. Ich möchte aber die Richtung vorgeben. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich die Richtung vorgeben? Ach nee, ich kann ja einfach das Portal da hinstellen. Das geht auch. Macht er ja trotzdem kaputt. Muss gar keine Richtung vorgeben. Ja, perfekt. Haben gleich den Wurm mit ins Jenseits geschickt. Den Regenwurm. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann kommen wir nämlich auch hier rüber. Wir gehen aber erstmal zur Annie. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Schlüssel von ihr. Oh, Pilz, ich verstehe das nicht. Es ist wie du, aber ohne Bewusstsein. Es tut mir so leid, kleine Rübe. Diese Abenteuer wurden etwas morbider, als ich erwartet hatte. Hä? Wir müssen dieser Sache wirklich auf den Grund gehen.
Wir müssen sehen, wie sich alles zusammenfügt. Hier ist mein letzter Schlüssel. Nimm ihn und geh nach Westen. Mein Gefühl sagt, dass wir dort unsere Antworten finden werden. Dankeschön. Ja, wir müssen jetzt hier links lang, genau. Dann nutzen wir mal unser Portal. Und huschen hier rüber. Den schieben wir hier so rein. Dann gehen wir durch. Die Portale können wir liegen lassen. Können wir ja eh nicht aufheben. Oh, was ist das hier? Eine Eichel? Ah, Eichel. Wow, wo? Was bin ich? Ja. Du bist eine Eichel, aber du hast einen Glipper irgendwie dran. So wie das aussieht. Hier auch. Ganz viel Glipper. Ich glaube, ich bin hingefallen. Ich bin aus diesem Glipper herausgekrochen, aber mehr weiß ich nicht. Oh, hier ist überall Glipper. Liegt hier rum. Da ist noch eine Eichel. Mein Kopf tut weh. Das ist eine Menge Lärm hinter mir. Ja, dann gehen wir da mal rein. Ich rüste mal sicherheitshalber mein Schwert aus. Oh, hier stehen ganz viele Tonnen. Mit radioaktivem Zeug. Ah, okay. Da ist er schon. Hirsch. Ein grausames Geschöpf der Natur. Ah, ist doch ein Hirsch. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Von wegen Rehkitz mit Riesengeweih. Oh, der schießt auch noch. Geh mir aus der Sonne. Ja, und er kann da rein, oder was? Warum ist er da drin? Ich komme da gar nicht rein. Kann ihm gar keinen Schaden zufügen. Das ist ja gemein. Uff. So, komm. Woll. Ach so, der läuft ja immer jetzt rein, oder wie? Wir müssen quasi ihn erwischen, wenn er hier auf die Insel zurückkommt. Oh, die Hasen geben ja sowas von auf den Sack. Oh, der macht Damage. Nochmal. Ich kill dich. Ich kill dich. Und du killst mich. Ich glaube, mit der Bombe können wir auch irgendwas anstellen. Was ist denn hier drin? Ach, hier sind Portale. Brauchen wir die? Ich krieg die noch auch so gekillt, oder? Oh nein, ich laufe genau in sein Feuerding rein. Oh. Oh, ich brauche Herzen. Du bist gestorben. Verdammt. Wiederholen. Wir kämpfen nochmal gegen ihn jetzt. Der sieht aber auch wild aus. Ja, komm genau auf uns zu. Er hat uns erstmal instant 3 Herzen abgezogen. Das gibt's ja gar nicht. Oh nein. Ist das ein Sniper oder was? Warum trifft er so gut? Oh, das wird schwer auf jeden Fall. So, ich aktiviere mal die Grenade. Oh nein, ich laufe wieder rein, ne? Ich laufe wieder rein. Das gibt's ja gar nicht. Oh, hier sind aber ganz viele Herzen. So, jetzt kann ich die rüberschießen. Komm. Jawoll. Oh, ist wieder ein Hase. Nein. Und er trifft mich schon wieder. Hier ist noch ein Herz. Ich gieß mal wieder die Bombe hier. Falls er nämlich dann dort wieder steht. Was macht er da? Oh. Ja, diesmal hast du mich nicht getroffen. Nein. Ach, die Hasen haben sich selber gekillt. Auch nicht schlecht. So, come on. Du Hirsch. Ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen. Was macht der da oben? Der soll runterkommen. Oh. Er hat meine Bombe einfach kaputt gemacht. Also wenn ich das nächste Mal treffe mit der Bombe, dann haben wir ihn, glaube ich. Die zieht ihm so viel ab. Kann ich von hier aus nochmal treffen? Nee, er trifft mich aber. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ah, da ist wieder ein Kaninchen. Jetzt treffe ich ihn mit der Bombe.
Come on. Oh, fast. Fast, fast, fast. Ich hab ihn fast. Jetzt aber. Oh, perfekte Position. Jawoll. Wir haben ihn besiegt, den Hirsch. Den üblen Hirsch. Sehr gut. So, was haben wir hier gekriegt? Das muss ich erstmal gießen, oder was? Oh, ich habe ein Mega-Herz gekriegt. Okay, ah ja, wieder so eine Herzfrucht. Wir haben ein weiteres Herz. Sehr gut. Und? Irgendein Portal. Ach ja, gut, das habe ich durchs Gießen eben. Okay. Ja, dann können wir wieder zurück. Haben wir geschafft. Oh, was hier? Ach, das ist der Glipper, genau. Der Glipper für den Bürgermeister Zwiebel. Dann können wir ja wieder zurück. Cool. Aber der Kampf war nicht einfach. Gut, wenn man weiß, wie er sich bewegt und so, das Bewegungsmuster erkennt, dann kriegt man das hin, auf jeden Fall. Oh, die Eicheln sind alle weg jetzt. Wo seid ihr hin, meine Eicheln? Wo seid ihr hin? Mal gucken, ob wir unsere Steuerschulden damit jetzt begleichen können. Oder ob es weitergeht. Ah, hier ist die Eichel oben drauf. Ich brauche Immobilien. Ich habe Blatt. Bitte besorge mir Immobilienrübe. Hä? Ein Zahlungsmittel für Immobilien? Habe ich gekriegt von ihr jetzt, oder? Tatsache. Warte mal, irgendeiner wollte mir doch Immobilien verkaufen. Habe ich so leicht in Erinnerung. Baum. Ich frage mich, ob Baum Cousin. Ja, das weiß ich auch nicht. Nee, hier sind wir falsch. Irgendeiner wollte mir doch Immobilien verkaufen, bin ich mir sicher. Am Anfang war das irgendwo. Den werden wir uns nochmal schnappen. Vielleicht gibt er uns ja eine Immobilie oder irgendwie sowas. So, wir müssen hier oben lang. Genau. Wieder raus hier. Ab zu Bürgermeister. Zwiebel. So, da sind wir. Hier hast du deinen Glipper. Ah ja, es fügt sich alles zusammen. Nur damit du es weißt, Glühen wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Aber es ist seltsam. Es fühlt sich an, als würdest du Leben um dich herum erschaffen. Ja. Als nächstes brauchen wir ein Gerät, das dein erbsengroßes Gehirn nicht begreifen kann. Was? Es ist eine Maschine, die einen roten Laserstrahl schießt. So ein Hightech-Ding. Man nennt sie Laserpointer. Es gibt diese seltsame Luke im Waffenwald. Ich habe das Gefühl, dass du dort einen finden kannst. Ich habe das FA dorthin geschickt, um die Lage zu untersuchen. Hoffentlich haben diese Dinge eine Lösung dafür gefunden, wie man hineinkommt. Ah ja, die Luke kenne ich, die haben wir schon mal gesehen. Aber wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.